Ich bin Julia, ich bin 26 und ich arbeite seit 2,5 Jahren bei Serlo. Das ist ein gemeinnütziger Verein, der sich für mehr Bildungsgerechtigkeit einsetzt und auch moderne Unterrichtskonzepte an Schulen etablieren möchte. Serlo ist eine freie Lernplattform, die wir unter anderem auch in unseren eigenen Mathe-Lernbegleitungen einsetzen. Serlo kann aber auch im Unterricht eingesetzt werden oder in allen anderen Nachhilfesituationen. Bei Serlo bin ich in dem Team der Serlo Lab School. In der Serlo Lab School versuchen wir, das Online-Angebot von Serlo auch in die Schulen zu bringen. Das heißt, wir gehen an Schulen und versuchen, moderne Lernkonzepte und Unterrichtskonzepte mit digitalen Medien, mit Lehrern vor Ort gemeinsam umzusetzen. Ich bin der Sinan, bin 23 Jahre alt, studiere zurzeit Sport und Mathe auf Lehramt und arbeite seit einem Jahr bei Serlo als Lernbegleiter. Es bietet mir einfach die Lernmaterialien, die sind sofort zur Hand und jeder kann schnell damit umgehen. Was mir gut gefällt, sind, dass so interaktive Grafiken mit reingenommen sind, einfach durch so Grafiken darstellen, wie der Zusammenhang zwischen der Grundfläche und der Höhe ist oder bei in der Analysis Funktionsverläufe. Sowas lässt sich sehr, sehr gut darstellen. Und es aber tendenziell darum geht, dass die Schüler selbst lernen. Ein Umfeld wird geschaffen im Endeffekt, wo sie sich selbst was beibringen sollen und ich begleite das dabei. Also es gibt verschiedene Vorteile, die wir mit den Lehrerinnen und Lehrern gemeinsam beobachten. Serlo.org im Klassenzimmer einzusetzen hat vor allem den Vorteil, dass alle Schülerinnen und Schüler, egal wo sie gerade stehen an einem Thema, zum Beispiel in Mathematik, genau an dem Punkt lernen können, wo sie gerade stehen und sich schrittweise durch ein Thema durcharbeiten können in ihrem eigenen Tempo. Kinder gehen da meistens mit so einem forschenden Aspekt so ein bisschen an die ganze Sache. Also oftmals versuchen sie am Anfang das erst so ein bisschen auszuprobieren und kommen dann im Endeffekt selbst sozusagen auf die Lösung. Das macht für die Kinder das einfach spannender und ist nicht so ein typischer Frontalunterricht, wie sie es vielleicht aus der Schule gewohnt sind. Dadurch kann zum Beispiel auch entstehen, dass zwei Lernpartnerinnen und Lernpartner sich finden, gemeinsam lernen und Serlo.org dann die Wissensquelle im Raum ist, die sie nutzen können. Wie oft ich Serlo nutze, das ist ein bisschen ist relativ unterschiedlich. Es kommt immer auf den Lernstoff drauf an, wie der Schüler den Lernstoff drauf hat, ob er irgendwie nochmal zusätzliche Übungsaufgaben braucht. Oftmals hilft es auch einfach bloß, den Lernstoff zu verfestigen und dann greift man da auf Serlo drauf zurück. Serlo ist für jedermann geeignet und jede Frau geeignet. Also egal welche Schulklasse, jeder kann damit lernen, Stoff vertiefen. Ja, und Spaß an Mathe haben. Das ist Ganze ist komplett kostenlos, wir schalten keine Werbung und man muss sich dafür auch nicht registrieren.